Ja, Lori, sie hat eine gute Idee. Ich sitze nämlich hier gerade mit dem Göllen auf der Bühne und er hat ein paar ziemlich fette Socken an. Der Lori hat nasse Socken. Und sind nicht so fett, aber hier, schau, Gott verdammt. Das Fett ist überall, Mensch. Ja, das ist anders verteilt bei mir, nicht in den Socken. Ja, ich müsste jetzt eigentlich schnell schauen, ob ich mit dir einen Deal aushandeln kann, um dir deine Socken abzukaufen, weil sie sind trocken. Der Lori meine Socken? Spinnst du? Dann gebe auch meine Socken. Sie wollen Socken. Spezielle? Ja. Ohne die habe ich furchtbar Fussschweiss. Ja gut, du siehst, Loris, ich kann dir leider auch nicht aushelfen mit dem Göll an seinen Socken. Ah, c'est bien dommage. Bon, ben, je vais continuer, hein. Chaussette. Sie haben Socken! Sie haben riesige Socken, das ist ja wunderschön. Merci, Jungs. Das sind Wettbewerbssocken, ne? Ja, sicher. Was könnte man diese austauschen gegen meine nasse Socken da? Nein. Schon? Ich sitze mit. Und für wen sind Sie gekommen heute? Für Gölle. Wir lieben Gölle. Ja? Le Gölle? Ja, sicher. Ah, sehr angenehm, die Socken. Ne? Gute Socken. Ja, hallo. Wie fühlt es sich an, trockene Socken zu haben? Ah, das ist wie eine neue Geburt, ne? Ah, schon. Das habe ich schon gedacht. Ich liebe Gölle. Und ich liebe trockene Socken. Ja, ja. Mais Benice, c'est parfait, non? Tu trouves chez Gölle? Ja, gehen wir weiter. Gölle, mir nimmt es Wunder. Oberhose habe ich auch keine an, im Fall. Benice, je peux lui prêter le mien? So kann man ja kein Interview führen mit dem Gölle. Ja, du fragst so Zeug. Ich würde gerne wissen, wie ein Tag im Göllen seinem Leben aussieht. Nie gleich. Kannst du mir, sag mir mal, letzten Mittwoch. Scheiße, was habe ich gedacht? Ich habe so ein doofes Gedächtnis. Vergessen ging alles. Letzten Mittwoch. Ich weiß es nicht. Wann war Mittwoch? Was ist heute Samstag? Mittwoch. Was habe ich eigentlich gemacht? Ah, geübt! Mit der Band für hier. Jetzt kommt es zum Sinn. Ja, genau. Okay, hast du mir noch einen anderen Tag, wo du nicht übst, also wo du nicht Musiker bist, sondern du bist der Göller im normalen Leben? Ja, ja, da bin ich am Sonntag am Backen. Am Backen? Ja. Okay. Das habe ich schon vorher im Radio erzählt. Das ist aber noch ziemlich cool. Nein, das bin ich... Ja, das ist wahr, weil ich lebe so abgelegen. Mein nächster Nachbar ist 1,2 Kilometer. Wir leben wie in Kanada. Kein Stromanschluss, kein Wasseranschluss. Wir machen alles selber mit Holz und so. Und, ja, und dann kann ich zufrieden am Sonntag backen, ohne sich jemand aufregt und mir Schmierladen kommen. Ja. Was hast du backen? Hast du am Nachbarn die Leitungen gehabt? Nein, mir selber eine Scheisse musste ich bauen. Ja, weil ich nie noch anschliessen. Das ist wahr! Ich würde gerne mal zu dir kommen backen. Ja, du bist ziemlich bemalt. Ich würde gerne wissen, wie viel Geld hast du ausgegeben für all deine Tattoos? Ja, wenn ich das wüsste. Da könnte man noch ein paar Haare kaufen. Ich habe keine Ahnung. Ja. So plus minus über den Daumen gerechnet? Ich stell dir vor, dass ich jetzt, wie alt werde, 50. Angefangen habe ich irgendwann in der Schulzeit. Also, wie sollte ich das noch wissen? Ich kann nicht einmal den Schwan auswendig. Dann weiß ich auch nicht, wie viel sie ausgeben. Tattoos. Vielleicht können wir es einfacher gestalten. Wie viel hast du? Das weiß ich auch nicht. Ja, ist nicht so wichtig, weil sie alles andenken, Reisen und so. Das habe ich nie erzählt. Gibt es eines, das am wichtigsten ist? Also zum Beispiel das Berner Wappen? Meine Frau. Ja, wunderbar. Ja, das ist natürlich auch die perfekte Antwort. Also wenn sie das Interview mal sehen. Eben, ja, musst aufpassen, was sie ist am Fernsehen. Mach nicht so einen wichtigen Gring dort. Das ist mein Manager. Sally Manager. Ja, ich würde sagen, wir müssen dich auch wieder springen. Ja, ich glaube, der Manager ist auch da, um uns ein bisschen beizumachen. Ich hoffe, es wird dir heute gefallen, trotz dem Regen. Wenn wir spielen, schiffen sie nicht. Für das hast du schon. Mit wem schaust du? Mit dem da oben. Ah, okay, ich verstehe das. Guten Draht. Ich würde sagen, wir schauen einen kleinen Ausschnitt vom Göllens im Konzert. Ganz kurz. Mit den Filmen, ah, cool. Ja. Ja, cool. Ja, schickt uns dann den Plunder. Ist gut, ja, auf jeden Fall. Machen wir. Kannst du alles filmen? Super, ja, das ist cool. Wunderbar. Gut. Dann schauen wir kurz rein beim Göllens. Und ich nehme mal an, es wird ziemlich rockig abgehen. Ich hoffe es. Bis später.
ist der Hockey einfach da. Spieren stundenlang Tele an. Schauen in ein Glas, das so leer ist wie nicht. Denken zurück an Zeiten, die es nicht mehr gibt. Und dann denke ich manchmal, shit. Ich will, das könnte nochmal so sein. Also wie dann, wo ich noch mehr oben war. Ich hab gedacht, dass ich wollte und nichts denkt dabei. Das Dürfnis sollte wieder mal so sein. Wenn ich dann schon gewusst hätte, sind die Zeit nicht für immer da. Ich hätte noch viel Blöde getan, hätte ich heute an mir vorbeigehen lassen. Wenn ich dann schon gewusst hätte, sind die Zeit nicht für immer, nicht für immer da. Manchmal der Honig, einfach genug. Denken, blasen die mir alle in die Schuhe. Jetzt geh ich weg von da. Machen wir doch hier nicht kaputt. Kaufen ein Ticket und fliegen davon. Also wenn ich's dann gemacht hab. Also wie dann, wo ich noch mehr oben war. Hab gedacht, was ich wollte und nicht denkt dabei. Das Glück bis dann wird mal so sein. Ich hab noch viel Blöde getan. Hätte mich heute an mir vorbeigehen lassen. Wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich die Zeit nicht für immer hab. Ich hab noch viel Blöde getan. Hätte mich heute an mir vorbeigehen lassen. Schön gsi mit euch! Aber Zeug! Ich liebe euch! Wir sehen uns! Merci! Wunderbaren Abend hier in Murten. Der erste Tag ist leider schon vorbei. Wir machen morgen sicher noch mal weiter. Wie hast du los gehabt? Ouais, c'est super, on a passé une chouette journée au bord de l'eau, on a vu stress, il y a eu un peu de l'ambiance dans tous les côtés, je me réjouis beaucoup de voir la deuxième journée. Ich habe leider nicht viel verstanden, weil es so laut ist, aber ich würde sagen, wir machen uns obligatorisch Pusht. Und wir sind draußen, bis gleich.